Guten Morgen, Bikini Bottom. Und damit willkommen zum Hochkant-Vlog. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich die ganzen Dinger nennen soll, aber wir haben heute so einiges vor. Wir fangen einfach an mit meinem Hotelzimmer und dann gehen wir zu Rezo. Ja, hier so kommt man rein. Super langweilig, absolut normales Hotelzimmer. Das sind meine Sachen. Das ist das Bett, wo ich geschlafen habe. Das ist Barry. Das ist Wasser. Hier ist ein ganz normales... Oha. Diese Inception. Das ist ein ganz normales Badezimmer und frag nicht, warum denn Starbucks ist. Ist egal. Ich war gerade noch Kai duschen und mein kleiner Piepmann ist von so zu so geworden. Absolut frustrierend, aber wir gehen jetzt zu Rezo und nehmen was Cooles auf. Guck, wie süß er ist. Oh ja, er ist so süß. Das ist geil, POV von unten. Mhm. Das siehst du dann gleich. Das ist die Perspektive, die du kennst, ne? Oh, four boys in the room. Schöne, was ist mit dir? Das ist prima. Das ist ganz gut. Jetzt hab ich dich. Jetzt hast du einen Ohrwurm. Boah. Wir gehen jetzt rein. In die TikToks. TikTok-Charts? Charts der TikToks? Alter, die Passwort. Wenn ich das jetzt schaffe. Herzlich willkommen zu TikToks mit wir Rezo. Wir gucken TikToks. Hi Rezo. Ja. Ja, bist du bereit für TikToks? Ich bin ein bisschen müde. Es ist früh morgens, das muss man dazu sagen. Wir haben es 10:30. Ja, morgens. Die meisten ist schon fast Mittagszeit. Aua. Und wir sind fertig mit den TikToks. Wir haben aufgenommen. Rezo geht jetzt gleich schlafen. Aha. Da, so nicht. Ich hab's gesehen diesmal, ich hab's drauf, ich hab's auf Cam. Stimmt das? Ich hab's auf Cam. Du wurdest gerade absolut exposed. Tschüss, es war eine tolle Zeit. Auf Wiedersehen mit diesem Hochkant-Vlog. Das ist ein Hochkant-Vlog, wir, ne? Wir machen einen Transition, weil wir haben Transitions gelernt jetzt. Okay. Was machen wir? Ich mach so. Und dann machst du einen Schnitt und machst ich dachte, und ja, bist du machst im Auto. Kippe, so nach unten, nach oben. Okay, warte, dann mach ich das. Okay, okay. Tschüss. Boah, wow, was ein Macher. Ich bin jetzt Vlogger geworden. Krass, oder? Todesstressig, oder? Aber guck mal, hast du sogar Hochformat. Crazy, oder? Oh, du riechst gut. Oh. Guten Tag, die Herren. Guten Tag, guten Tag. Ich bin jetzt Vlogger. Ich bin Vlogger. Wie findest du's? Ich mach's mir jetzt hier gemütlich. Ah, was tut's so? Okay, crazy. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr es findet und lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ihr noch mehr von solchen Hochformat-Behind-the-Scenes-Videos sehen wollt. Ja, ich kann es auch quer machen. Oder Hochformat? Ich bin mir unsicher. Was glaubst du, wird besser sein? Hochformat oder Querformat? Ich dachte, ich mache mal Hochformat, weil was Neues. Kommt drauf an, wenn du das eine nicht hochlädst, dann wird es besser performen, wenn du es nicht hochlädst. Danke. Perfekt, super. Boah, wie cool. Und hiermit präsentiere ich den allerbesten und coolsten YouTuber in ganz Deutschland. Komm, mach mal. Okay. Das war richtig wack. Okay. Ich muss das ja auch glauben. Und hier ist Ruben. Nein, das ist mega wack. Okay, scheiße, Bro, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Bro, ich kann es nicht. Das ist voll unangenehm. Egal, können wir diese Kamera hier ausmachen? Ja, wir machen jetzt. Okay. So, es ist alles okay, Max, ihr habt TikToks für euch rausgesucht, aber die sind. Das können wir niemals als Intro nehmen. Doch. Okay, wir nehmen es als Intro. Let me do it for you. Schaut das ganze Video an. Du machst Promo für dich selber. Ich mach Promo, das ist so gut, ne? Kommt in das TikTok. Wir gehen jetzt essen, denn heute ist Dönerstag und da isst man einen Lamadun. Das ist falsch. Pam, pam, hier, das ist ein Fisch. Ah, oh, geil, ja, Mann. Ja. Ah, oh, tret mich. Tja, jetzt müsst ihr neben mir sitzen, denn ich habe die Kamera an. Ey, nicht mal in Ruhe essen davon hier. Nein, davon nicht, kann man nicht, soll man nicht. Pommes. Ich
Ich mag keine Zwiebeln, Digga. Und jetzt essen wir Habubs am Dönerstag Döner. Die ersten Vlogs sind immer cringe, ne? Ja, die sind, das soll ja gemein cringe sein. Das soll ja nichts krasses sein. Sehr gut. Boah, Pommes. Okay, Leute, ich spiele jetzt gegen du. Ich bin weiß, deswegen fange ich an, oder was? Ja, ja, wir spielen jetzt gegeneinander Schach. Ich spiele das seit kurzem wegen Maluna und wegen Reefed. Und jetzt mache ich ein episches 1 gegen 1. Ich bin richtig kacke bei der Schach, auch, ne? Es ist so langweilig, ne? Wir gewinnen zusammen, aber wenn du verlierst, dann verlierst du alleine. Ja, safe. So viele Schritte vorauszudenken, dass er jetzt schon verloren hat, aber... Das Ganze ist gerade nur eine Lüge. Ich habe, glaube ich, gewonnen. Ja! Ja! GG! War lustig, oder? Ja, wirklich. Okay, jetzt drehen wir wieder Videos. Boah, das war voll cool. Wir testen heute weirde Amazon-Produkte. Wir oder du? Ich und du. Julia Bam. Ja, okay, komm, fang an. Wie fandest du gerade das Video? So. Weirde Amazon-Produkte. War gut, oder? War gut, ja. Ja, war todesgut. Ich hatte... Was hast du? Ich hatte... Beep. Was? Beep, beep. Was? Beep? Beep, beep, beep. Ha. Wie spät haben wir? 10 Uhr haben wir jetzt. Wir haben 10 Uhr, wir haben jetzt keine Ahnung, wie lange wir gedreht haben, aber sehr lange, wir haben ungefähr 8 Videos gedreht und wir drehen jetzt noch eine Sache, was genau ist, werde ich nicht sagen, aber damit beenden wir auch den Tag. Wir sehen uns morgen bei Tag 2. Oder? Ja! Das muss ganz kurz festgehalten werden. Ich weiß nicht, was da das Problem ist. T-Shirt unter Pulli. T-Shirt unter Pulli trägt man. Ich trage... Entweder ein Hoodie oder ein T-Shirt, aber niemals aber beides. Aber was ist, wenn dir zu warm ist? Kannst du den Pulli ausziehen? Ich habe ein T-Shirt dabei, also kann ich machen, ja. Scheiße, 10.000 Euro. Kein Bock mehr, Hagen, komm. Gar kein Scheiß drauf. Wer ist dieser Mr. Beast? Wer ist dieser Beast? Wirklich, 10.000 Euro einfach. Kannst du aber kurz zur Kamera kommen? Ich dachte zur Kamera, komm, hier. Hier zur Kamera. Ja, so, komm mal, der Kamera. Ja, alles super. So, jetzt bitte müsst ihr einmal Juice schnuppen. Das wird auch wehtun, wenn ich das abmache. Nein. Aha, hast du getestet, wenn er was Thomas? Mann, ich kenn die Titel nicht, ich bin raus, Bruder. Ich kenn nicht, ich höre keine deutsche Musik. Ach, Outlast, hey, ja. Wir gehen jetzt wie fandet ihr den Hochkant-Vlog? Wir gehen nicht auf eine Party, mal, wir gehen nicht saufen. Aber wie fandet ihr den Hochkant? Wollten noch feiern? Mehr Hochkant-Vlogs sehen? Mit mehr Hochkant, hast du gesagt, ne? Was? Ja. Bis bald. Tschüss.